Volle Wartezimmer, langes Sitzen und dann hat der Arzt nur wenige Minuten für den Patienten. Manch einer fühlt sich unter diesen Umständen nicht so gut versorgt. Doch auch die Ärzte sind immer unzufriedener. Zu wenig Personal, hohe Kosten und die Inflation tut ihr Übriges. Vielen Praxen droht der Kollaps und besonders schwierig ist die Lage auf dem Land, wo es eh schon zu wenige Mediziner gibt. Eben mal zum Hausarzt. Der 92-jährige Manfred Quilitsch benötigt kurzfristig einen Termin beim Doktor. Für ihn hat der Arzt vor Ort eine besonders wichtige Funktion. Sie können sich ganz schön das machen. Ich habe auch eine Frau, wo ich die Verantwortung trage, mit 87 Jahren. Und die möchte auch oft vom Arzt bedient werden. Ne? Aber die Arbeitsbelastung von Landarzt Eckhard Lummert steigt stetig an. Weil umliegende Praxen schließen, kommen immer mehr Patienten zu ihm. Im Schnitt arbeitet der Hausarzt 12 bis 14 Stunden pro Tag. Doch unterm Strich bleibt nur wenig Honorar übrig, klagt er. Denn sein Praxisbetrieb wird immer teurer. In den letzten Jahren sind nicht nur die sogenannten Inflationskosten angestiegen, Mieten, Zinsen, Heizkosten und solche Dinge, sondern es sind natürlich auch ganz extrem die Gehälter angestiegen. Um sein Personal halten zu können, zahlt Lummert mehr als die Konkurrenz. Es gibt zu wenig medizinische Fachangestellte. Wie lange er diese finanzielle und körperliche Belastung durchhalten kann, fraglich. Aktuell sind 550 Hausarztstellen allein in Niedersachsen nicht besetzt, Tendenz steigend. Die wohnortnahe Versorgung für viele extrem wichtig. Wenn man auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, dann ist es fast unmöglich für die Älteren, finde ich das. Die werden immer vergessen bei der ganzen Geschichte. Die Praxen auf dem Land benötigen bessere Rahmenbedingungen, damit der Beruf auch für die nachfolgende Generation attraktiv bleibt. Auch die kassenärztlichen Vereinigungen warnen, dass durch die großen Belastungen der Praxen die Gesundheitsversorgung auf dem Spiel stehe, weil zum Beispiel immer mehr ärztliche Einrichtungen schließen. In Berlin treffen sich heute Vertreter der Ärzte- und Psychotherapeutenschaft zu einer Krisensitzung. Mein Kollege Michael Strempel vom ARD Morgenmagazin hat mit dem Vorsitzenden der kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen darüber gesprochen. Und heute haben Sie gleich ein großes Krisentreffen schon. Ja. Warum, haben wir natürlich gerade verstanden, in diesem Beispiel, die Lage vor allen Dingen in den Praxen auf dem Land ist extrem schwierig. Dennoch bleibt Arzt unterm Strich in Deutschland ein sehr lukrativer Beruf. Ist es berechtigt, dass Sie gleich mit diesem Hashtag Praxenkollaps auf die Alarmglocke schlagen? Ja, das ist mehr als berechtigt. Wir haben gerade im Beitrag gesehen, das ist ein engagierter Kollege, der auf dem Land viele Menschen versorgt. Die Zahl der Kolleginnen und Kollegen in den Praxen wird aber weniger. Wir haben in den nächsten Jahren rund 10% der Praxen, die altersbedingt eigentlich abgegeben würden, sich aber sehr schwer finden, tun, Nachfolger zu finden. Und die Gründe sind, dass wir seit Jahren eigentlich von Inflationspreissteigerungen, die in anderen Branchen üblich sind, komplett abgehängt werden. Und deshalb ist es natürlich am Ende des Tages, sinkt das Einkommen, aber es beginnt schon viel früher. Wir können gar keine Fachkräfte mehr attrahieren an die Praxen. Und das wird also da geht es um Arzthilfen, um Sekretariat, um all das, was korrekt. Die Praxis braucht. Also das ist eine Situation, die eben seit Jahren, das ist über Corona nicht ganz so aufgefallen. Da haben wir andere Dinge vorangestellt. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja wie die Wahnsinnigen gearbeitet in dieser Pandemie. Das hat man eigentlich irgendwie erwartet, dass das honoriert würde, aber außer warmen Worten gab es da nichts. Und jetzt ist der Ukraine-Konflikt mit massiv gestiegenen Kosten und das hängt die Praxen wirklich ab. Sie sagen, wir sind abgehängt, weil Ärzte nicht einfach, Kassenärzte zumindest, nicht einfach die Preise steigern können. Privatärzte auch nicht. Privatärzte können es auch nicht einfach machen, haben aber eine günstigere Preisstruktur. Aber wenn Sie jetzt fordern, was Sie ja tun, dass die Kassen den Praxen mehr geben sollen, dann erhöhen die auch wieder die Beiträge und die Bürger ächzen unter einer enorm hohen Belastung. Ist dieser Teufelskreis unausweichlich, dass es immer teurer, teurer, teurer wird am Ende auch für die Patienten? Das ist nicht zwingend unausweichlich. Medizinischer Fortschritt kostet natürlich Geld. Versorgung von allen Menschen in der Fläche kostet auch Geld. Aber die Frage ist halt, muss man das dauerhaft an einen Krankenkassenbeitrag alleine koppeln oder muss dann tatsächlich Steuergeld ins System fließen? Aber es kann natürlich nicht sein, dass man die ambulante Struktur als einzige bei dieser ganzen Thematik vergisst. In die Krankenhäuser werden jedes Jahr viele Milliarden gepumpt und wir wissen alle, ein ganzer Teil dieser Krankenhäuser ist im nächsten Jahr nicht mehr da und die Praxen werden gebraucht. Das haben wir gerade gehört.
Also die finanzielle Forderung ist ganz klar, wird heute sicherlich noch mal deutlich erhoben. Bei dieser Problematik zu wenig Ärzte auf dem Land geht es ja auch darum, dass das für viele nicht so attraktiv ist wie eine große Stadt mit kulturellen, gesellschaftlichen Angeboten. Was muss Ihrer Meinung denn nach zusätzlich zu den finanziellen Fragen passieren, damit das attraktiver wird, auf dem Land noch eine Praxis zu haben? Also es muss insgesamt attraktiver werden. Der Kostendruck ist in der Stadt ja mindestens genauso hoch. Wir brauchen aber auch Entschlackung der Praxen, Entlastung von bürokratischen, überbordenden Hemmnissen. Wir brauchen keine Zwangsdigitalisierung, sondern sinnvolle Anwendungen. Nehmen Sie Arzneimittelregresse, die bringen am Ende nichts, machen für die Praxen enorm viel Arbeit. Ja. Also wenn man eine Beschwerde einreicht. Die Krankenkassen einreichen. Also hier müssen wir das System deutlich entschlacken. Und deshalb mahnen wir vom Minister an, dass er endlich die Reformen auf den Weg bringt, die seit Jahren angekündigt sind. Bisher ist nichts passiert und das wird wirklich Zeit, denn es geht hier nicht mehr um 10-Jahres-Horizonte, sondern um 1, 2, 3 Jahre. Und Sie glauben auch, mit weniger Bürokratisierung wird auch in einem Dorf in Brandenburg eine Praxis wieder attraktiver? Also ich glaube, wir müssen uns von der Illusion trennen, dass es in jedem Dorf einen Arzt oder eine Ärztin geben kann. Das trägt sich natürlich auch nicht. Also die Menschen auf dem Land, und das wissen die, die sind ja nicht unklug, die wissen sehr genau, dass sie für viele Dinge weiterfahren müssen, das nehmen die auch in Kauf. Aber sie müssen sich dann auch darauf verlassen, dass wenn sie dann 10 Kilometer fahren, dass da auch jemand ist. Und das sicherzustellen, versuchen die kassenärztliche Vereinigung, das können sie aber nur bei adäquaten Rahmenbedingungen. Ein Thema, was momentan auch viel diskutiert wird, ist die Übernahme von Arztpraxen durch Investmentfonds. Da sieht es dann so aus, als ob bei denen das Patientenwohl eigentlich hinter dem finanziellen Interesse ansteht. Ist das eine Bedrohung für die ärztliche Versorgung? Also ich glaube, pauschal darf man das nicht so sagen. Es gibt sicherlich auch Investoren, die die Versorgung im Blick haben. Das Problem ist aber, beginnt im Prinzip schon viel früher, dadurch, dass die Praxen im Moment so unter enormem wirtschaftlichen Druck stehen, tun sich gerade sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ihre Praxis aus Altersgründen abgeben wollen, schwer Nachfolge zu finden. Das sind natürlich dann Kollegen, die im Zweifel, bevor sie die Praxis gar nicht verkaufen können, an einen Fonds oder an einen Investor verkaufen. Ich glaube, das Problem ist, die eigentliche Sünde bei den Investoren ist ja schon viel früher begangen worden. Die finanziell hochattraktiven Bereiche sind ja lange in Investorenhand. Die normale Haus- oder Facharztpraxis, die wohnortnah versorgt, ist ja jetzt ja nicht so eine Cash-Cow, dass sie für Investoren jetzt hochinteressant wäre. Deshalb ziehen die sich auch zunehmend aus dem Markt zurück. Das Problem zeigt aber, wie dringend notwendig es ist, dass wir Reformen anstoßen, die Praxen wirtschaftlich als inhabergeführte Praxen leben lassen. Denn das sind die Kolleginnen und Kollegen, die auch nach Feierabend noch einen Hausbesuch machen. In den großen Strukturen arbeiten überwiegend angestellte Kolleginnen und Kollegen. Die machen zwar einen guten Job, aber die machen den nach einem Arbeitsvertrag und der hört bei 36,5 Stunden auf. Das heißt, dieses Versorgungsvolumen, was wir bisher geschafft haben, schaffen wir nur durch diese Mehrarbeit der Selbstständigen. Sie sprechen eben diesen Dauerbrenner Fachkräftemangel an. In allen Branchen wird geklagt, aber eben in den Arztpraxen auch. Und jeder, der eine gut laufende Arztpraxis kennt, weiß, was für eine Belastung das ist, auch schon vorne am Empfang. Was kann denn von Seiten der Ärzte selbst gemacht werden? Welchen Spielraum haben die, auch ein Arbeitsklima zu schaffen, was attraktiv genug ist, auch den Stress auszuhalten? Naja, man muss das schon wollen. Nehmen wir die Gastronomie, ist auch so eine Branche, wo sie eine hohe Leidensfähigkeit haben, aber die trotzdem machen ja die Leute mit viel Freude. Das ist ja bei den Praxen auch der Fall. Das ärztliche und auch das pflegerische Personal macht das ja, weil es ihm Spaß macht. Trotzdem ist die Arbeitsbelastung sicherlich am Limit und zum Teil auch schon drüber. Beispielsweise allein die Zahl von neuen Patienten ist einfach nicht zu bewältigen. Die meisten Praxen sind ja eh schon voll. Dass die also jetzt einfach nochmal 20-30% mehr abarbeiten, ist nicht denkbar. Insofern muss man Patienten besser steuern, damit sie nicht unnötig oft in Praxen gehen. Und muss man auf der anderen Seite nicht die Rahmenbedingungen verändern. Das glauben wir sehr dringend, muss man die verändern. Wenn Sie sagen, besser steuern, das ist ja auch immer die Debatte. Viele sagen, bevor ich mal abwarte, ob die kleine Beschwerde wieder weggeht, gehe ich erstmal direkt zum Arzt. Muss da auch ein neues Bewusstsein geschaffen werden, dass es, sagen wir mal, ein vertretbares Limit geben muss, bevor man zum Arzt geht? Also ich glaube, gewisse Steuerungselemente wie Selbstbehalte sind sicherlich sinnvoll. Wir müssen aber auch mehr Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung schaffen. Die ist auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Es gibt Mütter, die rufen beim ärztlichen Notdienst an und sagen, ich glaube, mein Kind hat Fieber. Ja, wie viel Temperatur hat es denn? Ja, gemessen habe ich noch nicht. Also das sind nur so Beispiele. Also die Menschen sind da sehr verunsichert, suchen deshalb die Praxen auf. Verständlich, aber nicht sinnvoll. Also eine ganze Bandbreite von Dingen, die angepackt werden müssen, damit wir weiter eine gute Versorgung mit Arztpraxen haben. Andreas Gassen war das, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.